Hallo und herzlich willkommen zu Folge 75. Hui, hui, hui. Oder? Kann ich zählen? Doch, ne? Ja, Folge 75 der Special-Folgen und jetzt kommt Maria. Was ich übrigens gerade gesehen habe, das kann ich euch vielleicht hoffentlich gleich auch zeigen. Man kann tatsächlich mit Richter quicksafen in der Version, was es natürlich bei der PlayStation nicht gab. Ich meine, es gab auch kein Maria. So, gucken wir. Da, siehst du? Quicksave wird dann irgendwann nach. Karte ist genauso. So, dann lassen wir es mal ein bisschen als Maria krachen. Au, jetzt müssen wir aufpassen. Ist sie gleich schon wieder tot? Aber jetzt kriegen wir schon hin. Ist ein relativ sehr spielbarer Charakter, wenn man nicht so bescheuert ist, mal eben kurz total drauf zu gehen. Das ist mir noch nie passiert. Das lasse ich auch drin. Aber wir können was anderes machen. Ich war ja schon mal hier, bis zum ersten Savepunkt, da können wir auch weitermachen. Ich meine, ihr kennt ja jetzt die ersten Teile des Schlosses, ne? Es ist jetzt auch nicht so überraschend. Ihr seht, so weit sind wir. Mal ein bisschen hier das Schloss rennen. Ja, ist ganz witzig. Und mit Maria, das habe ich gesehen auf YouTube, hat tatsächlich eine oder beziehungsweise war einer im invertierten Schloss, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das ein Glitch war, aber der hat tatsächlich im Inverted Castle ist der rumgelaufen. Das kann ich sagen, würde mich mal sehr interessieren. Weil sonst, wenn die nur im normalen Schloss kommen, dann ist das ja, naja, ich würde sagen, hier so Secrets hat man ja hier nicht wirklich. Und dann kann man... Ja, komm. Na komm. Achso, ja. Ja, stimmt, der läuft ja rum, ne? Ja, muss ich auf den warten. Ja. Stimmt, den muss ich da... Ja, so war das. Den muss ich da drauf töten. Komm mal her. Komm mal her, du blödes Skelett. Danke. Obwohl das auch doof ist, was ich jetzt gerade hier mache. Ah. Ja, komm. Na komm, tu uns einen Gefallen. Yes, danke. Stimmt, so vorhin auf der falschen Seite. Super. Ja, aber das ist so, wir können immer ein bisschen tun. Und immer ein bisschen was für diesen Kanal hier tun. Nicht nur einfach gucken, wir haben mal hier den aktiven Zuschauer. Finde das mal raus, wie weit das geht. Weil dann würde ich vielleicht für einen Gag würde ich dann, nein, nein, ich will ihre Fähigkeiten. So, nee, das sind die anderen, ne? Na komm. Hä? Okay. Oder jemals ein Fähig? Okay. Okay. Ist egal. Muss ich nicht verstehen. So vieles nicht verstehen. Nein, aber das interessiert mich mal, wie weit man mit ihr kommen kann. Und auch mit Richter. Falls sich irgendeiner sich überlegt, ich will hier einmal Richter in der Marine. Ja. Im Prinzip ist es ein Richter. Aber nachdem selbst Amis den Richter aussprechen, ist mir das eigentlich relativ wurscht. Die Chance, dass Richter oder Richter vor mir steht, ist verdammt gering, denke ich. Er wird sie nicht persönlich auskotzen. So, nochmal in ihr. Da können wir mit ihr auch mal einen schönen Kampf machen.
Aber ich würde es theoretisch tun. Ich finde das Game so gut, dass ich das dann nochmal sogar machen würde. Aber eben wie schon eigentlich im Anschluss. Weil dazu bin ich ganz ehrlich, ich kann es im Augenblick auch nicht mehr sehen. Es ist ein guter Titel, aber so, komm. Dich mache ich doch im Alleingang platt. Na komm. Na komm. Jetzt ist er schon wieder weg. Vorstelle, ich habe tierisch ja auf die Fresse gekriegt, wenn ihr euch an das Let's Play erinnert. Hier, wie schon, ich mache das jetzt flawless. Okay, das war fast zu null. Na gut. Richter, ich bin gerade schon tot. Und da möchte ich gerne wissen, ob es da tatsächlich eine Erweiterung der Leiste gibt oder ob das so ist wie beim alten Castlevania, dann füllt sich die Leiste wieder auf, wenn es ist. Das würde mich auch mal interessieren. So, wie sieht die Karte denn aus? Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, aber da werden wir jetzt mal 15 Minuten hinkriegen. Komm. Das ist Maria. Aber trotzdem, ich will erstmal wissen, wie weit man da kommen kann. Ja, und dann bei Folge 76 jetzt, ihr könnt es euch ja wohl irgendwie selber oder in der Hand ablesen oder abzählen an mehreren Fingern. Ab Folge 76 machen wir dann das Inverted Castle nach Karte und gucken wir mal, dass wir das komplett hinkriegen. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir vor Folge 80 fertig sind. Und andere Leute sich da endlich wieder freuen, dass es was anderes gibt. Als würde es auf diesem Kanal nur ein Let's Play geben. Also, aber gut. Ja, guck mal, wie schön das reinkommt. Ich denke mal, da wird erstmal ein paar kurz Let's Plays kommen. Und dann gucken wir mal. Und dann kommen die nächsten langsam. Wir haben ja dann noch ein bisschen was zu tun. So ist das ja nicht. Einem Bummel Vollpfosten, der mich bei WhatsApp nervt. Ja, dann bist du jetzt gerade im Video. Pech. So. Da ist die gute alte Marble Gallery. Ich finde die deutschen Zeichen so unglaublich bescheuert. So, ich kann euch ja mal eben was zeigen. Ja. Gibt tatsächlich eine Möglichkeit eines Quick-Saves. Also theoretisch muss man sogar nicht mehr mal mit Save-States arbeiten. Deswegen also die PSP-Version ist schon die Version, die man sich angucken sollte. Ich weiß, ihr Nörgelprime sagt, zeigt doch mal diese Tonfassung. Das werde ich auch tun. Das hat einfach den Grund, an dem ich mir den Spaß mache. Ich habe ja sowieso To-Do mit Saturn-Games und all sowas. Dann wird das machen und vielleicht mache ich dann irgendwie mal einen Gag, dass ich dann tatsächlich mal ein Let's Compare mache von den drei Versionen, die es gibt. Und dann sehen wir mal alles. So. Deswegen, also ein bisschen was habe ich noch vor, was ich tun kann. Aber in dieser Turnfassung würde ich nicht durchzocken. Das kann ich euch schon mal sagen. Dazu habe ich noch viel zu wenig Erfahrung mit dem Saturn. Ich meine, auch das Game ist ja sowas, auch wenn sich da irgendwelche Leute aufregen, dass ich bis jetzt eigentlich immer nur, ich weiß ja, stimmt ja auch leider nicht, bei den neuen Titeln ging es ja auch nicht, immer so Sachen nehme, die ich kenne. Das machen auch Amis. Also das ist, da bin ich nicht wirklich alleine.
dass es in Deutschland immer so ein widerlicher Trend ist, wo dann Leute irgendwie erzählen, ja, hab das noch nie durchgespielt, das ist ja so eine Legende. Das glaubt aber selber nicht. Irgendein Titel, den schon 10 oder 15 Jahre Kult ist, den glaubt er doch nicht, dass das nicht irgendeiner schon, mindestens wenn er das irgendwie als Video macht, schon irgendwie als Let's Play oder so gesehen hat. Das glauben wir doch selber nicht. Aber wie schon gesagt, ihr müsst damit leben, dass euch irgendwelche Leute da vorkommen zum Narren halten, aber naja. Ist ein anderes Thema. Deswegen, also ob Leute das mögen oder nicht, ist mir egal, ich werde da nicht meinen Stil ändern. Oder irgendwelche Fünfjährigen der Meinung sind, dass sie irgendwas entscheiden könnten. Das kannst du nicht. Er macht aber böse Wumms. Geht aber auch down. Schön. So. Na ja, komm. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal irgendwie heilen. Wenn ich noch so irgendwelche Aktien kommen. Relativ einfach down. Ich glaube ja. So, wie lange sind wir jetzt da denn? Oh, wir sind jetzt bei 11 Minuten. Ah! Schön! Cool. Das ist doch hier auch sicherlich. Genau, dann ist doch da was hier. Zack. So. Joa, dann würde ich sagen, jetzt überlege ich gerade mal, ist hier eine schöne Geschichte, die Folge zu beenden. Das werde ich auch tun. Ist mir jetzt egal, ob sich Leute wieder aufregen. Ja, das war sozusagen hier 4 Folgen. Wir testen mal einfach so den Bonus-Content oder den Plus-Content. Und jetzt konzentrieren wir uns auch wieder um das, ja, auf das richtige Game. Und ab Folge 76 geht's dann los. Dann machen wir das Inverted Castle fertig. Und ja, dann dürfte es erstmal gewesen sein. Und das, ob ihr jetzt hier Lust habt, die nochmal zu sehen oder so, wäre ganz schön. Das ist vielleicht ganz cool. Das sind so Sachen, wo man sagen kann, das sind dann so für irgendwelche Feiertage oder was weiß ich, irgendwelche Special-Sachen. Oder wenn ich der Meinung bin, so theoretisch, ich sag mal Januar 2017 ist das eine schöne Gelegenheit, um da irgendwas zu machen, weil das kann man ja relativ einfach durchzocken und dann kann ich dabei auch irgendwie sinnvoll irgendwas labern oder auch nicht. Das könnt ihr mal entscheiden, vielleicht mache ich daraus tatsächlich ein Commentary-Projekt und dann gucken wir immer noch, weil wir kennen es ja jetzt schon und dann gucken wir mal weiter. Das überlasse ich euch, Bock hätte ich drauf, aber wie gesagt, nicht im Anschluss. Also da brauche ich ein bisschen Abstand und dann gucken wir mal. So. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ab nächste Folge geht's dann auch wieder ganz normal los. Und ob irgendwelche Leute Folgen überspringen, ist mir auch vollkommen Latte. Solange ihr da anständig kommentiert und dabei seid, reicht mir das. Und auch hier nochmal, mir ist das egal, ob da 10 oder 20 Leute nur gucken. Das ist wurscht. Die Leute, die gucken, sind vernünftig und die anderen würden es sowieso nicht tun. Fertig. Da muss man auch nicht allen Leuten in den Arsch kriechen. Es lohnt sich nicht. So, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.